Wenn da eine neue Weltordnung ist, dann muss es logischerweise auch eine alte Weltordnung geben. Und das ist sehr wichtig, um die neue Weltordnung zu verstehen. Die alte Weltordnung nämlich war das feudale aristokratische System der Könige, Königinnen, Prinzen, Prinzessinnen, Grafen, Gräfin, Marquisen, Freiherren, Baronen und Baronessen, wessen Besitz wir waren. Sie nahmen unseren Frauen in dem Jus Primae Noctus, oder das Erstrecht, an der ersten Ehenacht eines jung vermählten Pärchens und zwangen unsere Frauen mit dem Burgherr in sein Bett zu schlafen, um ihre pharaonische Genetik zu verbreiten. Sie besaßen alle Land, alle Vieh und ließen ihre Macht von ihren Rittern konsolidieren, die jetzt die Polizei und die weltweite blaue Oktogon-Armee sind. Also möchte jemand hier ernsthaft behaupten, dass sie einfach alles gelassen haben und einfach so verschwunden sind? Nein, es war diese alte Weltordnung, die neue Weltordnung wurde, weil der Adel zu viel interne Kriege untereinander führte, wo alle den König oder Burgherr sein wollten. Und es gab immer mehr von denen. Also wurde es nach tausenden Jahren interne Kriege entschieden, dass jeder von denen König für eine Periode von 4 Jahren sein konnte. Gewählt von den Sklaven oder Demos, das Volk auf Griechisch, weil die sowieso nichts verstanden. Und so wurde die Demokratie geboren. Und weil es immer mehr Aufstände und Revolutionen gab, beschlossen sie, unsichtbar in Schattenregierungen und versteckt in Freimaurerlogen zu regieren. Was dann auch der Grund ist, dass Freimaurer sich alle zu Schwerter, Schlösser, Freimaurersymbolen und alte Traditionen angezogen fühlen. Besonders Kommunismus, die russische Revolution, wurde zu einer richtigen Bedrohung für sie, wo viele Adlige und Zaren ermordet wurden. Das ist denn auch der Grund, warum eine Gegenmacht erfunden werden musste, um die Drohung für den Adel entgegenzuwirken, der Narzissmus oder Faschismus. Und über diese zwei hatte die westliche Welt obendrauf noch den privilegierten Kapitalismus ihrer finanziellen Elite, um über sowohl Kommunismus als Narzissmus zu überherrschen. Nebendran gibt es dann noch die höchst organisierten Templer des Oktogon und ihre Basis die Schweiz, wo all das Geld, die Banken, Nazi-Gold und den Templerschatz sind. Die Templer waren wie junge wilde Rebellen und Revolutionären Aristokraten, die für ihr Königreich Oktogon kämpfen mussten, weil sie nur zweite oder dritte Söhne ohne Rechte waren. Es war nur der erste Sohn, der alles kriegt. Und sie waren es, die schließlich mit der Idee der Demokratie und Freimaurerei kamen, womit sie die alte Monarchien und französischen König Philipp der Hübsche in Wut versetzten, weil er sein Königreich dem neuen System der neuen Weltordnung nicht ergeben wollte, wo all diese Pharaonen eine Chance haben konnten. Also verschanzten die Templer sich in den Alpen und gründeten die Schweiz und mit dem Templerschatz die Schweizer Banken. Und heute gehören wir noch immer denen als ihre Sklaven. Und genau darum gibt es einen Pass oder Ausweis mit einer Nummer drin, was unsere persönliche Sklavenzahl des Adels ist, was wir auf Befehl jedes Mal zeigen müssen, wenn ihre Polizeiritter des Oktogon uns dazu auffordern, wenn sie die Herde kontrollieren wollen. Nicht mal den Pass selber gehört uns, aber ist im Besitz des Staates und die Aristokratie. Ne? Wir können hier den Wappen des Adels sehen. Weder die Kinder gehören uns, die sind den Besitz des Staates, die sie uns wegnehmen können, wann es denn danach ist, weil Kinder die zukünftige Herde des Sklavenbestandes repräsentieren. Sie können dich verhaften, wann sie wollen, und dich in den Gefängnis schmeißen,
wenn sie das bedürfen. Genau das musste ich in Oktogon, Schweiz alles erleben. Dass wir ihr Eigentum sind und sie unser Leben durch endlosen Terror, Lügen und Ungerechtigkeit lenken können. Sogar ein Wappen des Adels gibt es auf dem Sklavenpass, von denen wessen Besitz wir genau sind. Und jeder amerikanische Präsident hatte einen englischen König zum Vorfahren. Und so wurden die Pharaonen zu Aristokratie. Und die Aristokratie wurde zur Freimaurerei, die durch den Prinzip der Demokratur regieren, wo wir die Schäfer, einen von denen, aus einem Haufen anderen Pharaonen wählen können. In der Bibel ist geschrieben, dass der Pharaon und sein Heer ins Meer verschwanden. Sie verschwanden aber ins Meer der Völker und sind unter uns. A bedeutet schwanger auf Pharaonisch oder Demotisch. Und Ri bedeutet die Sonne, so wie in dem Wort Aristokratie. Was übersetzt heißt, sie wurden aus der Sonne geboren oder sie kamen von da oben und nicht vom hier. Darum eben kamen die vom Adel geführten Nazis mit dem Wort Arisch oder Arier, die Arier, sowie ein Mitglied der Aristokratie.